Frage ich mich ja, was ist los mit Sarah? Und Sarah gibt's hier gleich im dreifachen Sinne. Wir haben natürlich zum einen hier unsere Dschungel-Sarah. Ich hab die härteste Dschungelprüfung von allen. Ja, die härteste Dschungelprüfung von allen, das wissen wir. Aber es gibt auch noch eine andere Sarah aus Deutschland, eine richtig erfolgreiche, nämlich Sarah Connor. Jurorin bei X-Factor war sie gewesen in diesem Jahr. Die Castingshow ist jetzt vorbei, DSDS steht ja wieder auf dem TV-Plan. Aber es gibt schon Pläne für Staffel 2 von X-Factor. Und natürlich frage ich da mal nach bei unserer freitäglichen Promi-Expertin Sarah Bischoff. Sie ist Reporterin beim Jugendmagazin. Hey Sarah, was gibt's denn Neues über deine Namensschwester Sarah Connor? Ja, Sarah Connor hat ja gerade bestätigt, dass sie jetzt auch in der zweiten X-Factor-Staffel wieder in der Jury sitzt. Ja. Ob Till Brönner und dort Glück dabei sind, weiß man noch nicht. Außerdem hat Sarah Connor die X-Factor-Siegerin Editha scharf kritisiert und gesagt, dass es nicht reicht, in der Show gut anzukommen und dann die Beine hochzulegen. Editha hat daraufhin geantwortet, dass sie halt viel Zeit braucht, bis ihr Album fertig ist. Und das kommt ja jetzt auch am 18. März, ihre Single am 4.3., Und sie hat sogar ein Duett mit Ricky Martin aufgenommen. Oha. Und ich denke, da wird Sarah Connor auf jeden Fall auch zufrieden sein. Ja, danke schön, Sarah, für diese Infos.